Hallo zusammen, hier ist Bobby Fischer von Bertha Epple und ich spreche aus unserer Küche in Ebersbach an der Vils. Uns, das heißt, wir leben hier als Familie momentan komplett zu sechst. Alle Kinder sind da. Es ist ein bisschen wie Weihnachten im Frühling, um es mal positiv auszudrücken. Und jeder geht irgendeiner Tätigkeit nach, schafft irgendetwas, macht Hausaufgaben oder renoviert oder schafft am Computer oder knackt Nüsse. Und ich mache jetzt auch meine Hausaufgaben. Ich werde das nächste Stück moderieren. Wir haben gedacht, was eignet sich zum Thema Küche, und da haben wir in unserem Programm einige Lieder, die um das Thema Kartoffelsalat kreisen. Ja, ich glaube, es geht ungefähr eine halbe Stunde lang komplett. Und es ist ein bisschen ein Plädoyer auch für Multikulti und auch gegen die AfD. Das ist ja übrigens eine gute Begleiterscheinung dieser Krise, dass sich kaum jemand mehr für die AfD interessiert. Ja, Multikulti, warum? Weil wir festgestellt haben, dass die besten schwäbischen Kartoffelsalate gar nicht mal die schwäbischen Hausfrauen selber herstellen, sondern die Immigrantinnen. Ja, da gibt es eine Frau hier in Ebersbach, die Mary, aus Irland kommt die. Es gibt Afrikaner, die besten Maultaschen macht angeblich ein ehemaliger Bankdirektor aus Kabul. Das ist auch interessant. Und im Theaterhaus, wo wir öfters auftreten, ist es eine Frau, die ebenfalls aus Afghanistan stammt, mit dem Namen Aisha. Und ihr widmen wir das nächste Lied. Aisha. Geht los. Ach ja, ich habe hier noch im Wohnzimmer einen Pianisten, der möchte aber nicht im Bild erscheinen. Also dem hören wir einfach nur zu und los geht's. Bitte. Im Theaterhaus, in der Gastronomie, und es macht den Kartoffelsalat keine so wie sie. Doch die Aisha, die hält dicht, ihr Rezept verrät sie nicht von dem Leibgericht. Ja, sie hütet ihr Geheimnis, sie sagt nur so viel, nehmt sie Glinde oder selber und dann kocht mit viel Gefühl. Ja, sie hütet ihr Geheimnis, sie sagt nur so viel, nehmt sie Glinde oder selber und dann kocht mit viel Gefühl. Thank you.
Fleische schafft im Theaterhaus, in der Gastronomie. Und es macht in Kartoffelsalat keine so wie sie. Doch die Eiche, die hält dicht, ihr Rezept verrät sie nicht von dem Leibgericht. Ja, sie hütet ihr Geheimnis, sie sagt nur so. Geheimnis, sie sagt nur so viel. Nehmt sie Glinde oder Selma und dann kocht mit viel.